Fähigkeiten. Bei den Fähigkeiten gibt es was Tolles. Tod von oben. Kosten 2. Geil, ich kann mir was upgraden. Der Elefant. Ne, der Tiger. Was ist das denn? Springe oder falle auf einen Gegner unter dir und führe einen tödlichen Takedown aus. Wenn du die Fähigkeit Ketten-Takedown erlernt hast, kannst du im Anschluss weitere Takedowns ausführen. Ja, Tod von unten. Pistolen-Takedown, Messerwurf-Takedown, Beute-Takedown, beim Sprint nachladen, das will ich haben. Beim Sprint nachladen ist immer eine ganz schöne Sache. Also beim Sprint nachladen ist auf jeden Fall das Geilste. Wie viele Punkte habe ich denn eigentlich noch? Ich weiß gar nicht, wo man sie sieht, die ganzen Punkte. Nein, nicht genug Fähigkeitspunkte, okay. Propaganda-Maschine, Mission beendet. So. Wie komme ich hier runter? Oder wie kassiere ich die letzten Kisten? Irgendwo muss es doch hier runtergehen. Hier eine Seilrutsche. Aber dann komme ich nach ganz unten. Ich will aber nicht nach ganz unten. Fähigkeiten, ich habe Fähigkeiten. Mal schauen, was ich bekommen habe. Was hast du denn? Allzeit bereit. Nee, bestimmt hat es mich verarscht. Ich hatte doch gerade Fähigkeiten. So, wie komme ich hier runter? Hier ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Ich habe es gesehen. Du fiese Kiste, versteckst dich vor mir nicht. Plastikelefant. 7000 Kohle. Ganz gechillt, ganz gechillt. Hey, hier ist Sabal. Gute Arbeit bei dem Turm, Bruder. Wir senden jetzt auf der Frequenz und können den Menschen die Wahrheit sagen. Geh zu Longinus, wenn du Zeit hast. Er ist ein Freund des goldenen Pfads. Wird dir für deine Hilfe danken. Longinus? Waffenhändler und Priester. Tickt nicht ganz sauber, aber wenn du Waffen brauchst, ist er der Richtige. Ich aktualisiere deine Karte. So viel ruhiger vor. Okay, froh, verstehe. Die Propaganda aufgehört hat. Sie hätte mich fast wahnsinnig gemacht. Ja, sie hätte mich auch fast wahnsinnig gemacht, die Propaganda. Lass mich an den 50er! Lass mich an den 50er! Ich will auch an den 50er! Also ich nenne das 50er, weil er in Battlefield 3, da war ja so eine Koop-Mission und da hat er gesagt, geh an den 50er! Und jetzt sage ich immer, zu solchen mal stationären Maschinengewehren 50er, also damit ihr es wisst. So, wo muss ich denn jetzt lang? Ich befinde mich gerade dort. Herstellen! Oder Herstellung. Was könnte ich gebrauchen? Beutetasche. Trage bis zu 30 Gegenstände mit dir. Was brauche ich dafür? Sambar-Fell. Spritzentasche, Köderbeutel. Ich habe nie Spritzen verwendet. Köcher, Schwermunitionstasche, Sprengstofftasche, Wurfgeschosstasche, Munitionsbeutel, Spritzen. Das war immer ganz schön. Wildschweinhaut und Sambar-Fell. Wildschweinhaut. Wildschwein und Sambar-Fell. Wo ist hier Sambar? Da ist Sambar, ich muss da lang und dahin, auch noch dahin. Nein, ich bewege mich erstmal zu diesen Sambars. Ich grade mich erstmal ein bisschen ab. Fuck, Auto! Na! Ah. Ich weiß gar nicht, wie lange ich hier rennen kann. Ich denke, ich kann unendlich lang rennen. Ja, es ist total ruhig geworden. Eindeutig. So, jetzt geht es erstmal. Ich mache mir erstmal eine Unitasche. Danach geht es mit der Mission weiter. Ich bin Pagans Propagandaleiter. Ehrlich, das ist. Im Ernst, wer schreibt den Dreck? Ich habe einen Typen überfahren. Sorry. Das muss ein deprimierender Job sein. Aber das war ein normaler Wanderer. Denselben Rotz zu verzapfen. Nee, egal, scheiß auf die Kiste. Pagan ist super. Pagan ist ein fantastischer, goldener Gott, der Sekt pisst und Kaviar scheißt. Bis ich die Kaviar kacken und Sekt pinkeln würde, würde ich Folgendes tun. Ich würde das Zeug in Kisten und Flaschen abfüllen und zu einem guten Preis an reiche Säcke verkaufen. Das wäre doch gut. Ja, das wäre doch Gold wert. Da sind auch schon die Tiere. Nein, die rennen weg. Mann, sind die schlau. Die wissen, dass ich komme, um sie zu holen. Ich muss kriechen. Ich habe sie verschreckt. Kacke. Da ist was zum Abpflanzen. Nein, das sind Paviane. Oder was ist das? Erster weg. Zweiter weg. Mann, sind die doof. Mann, sind die Tiere doof. Ching, Federn. Ich hoffe, mit dem Federkampf auch was Schönes anfangen. So, wo sind sie? Da sind sie. Da sind sie. Ich muss mich ducken. Feuer! Erster Down. Zweiter Down. Dritter. Dritter ist entkommen. Bleib stehen. Dritter Down.
Ah, fuck, den vierten habe ich nicht bekommen. Mann, eine ganze Herde ausgelöscht. Wow, ist so dunkel. Gleich kommen die Zombies. Ah, ich muss schnell weg. Oh, ganz gechillt. Samba haut. Ja, ich brauche aber Munition. Wo sind meine Pfeile? Da noch einmal Samba. Ein Samba habe ich hier noch. Öffne das Hashtag mit M, wenn du die Symbole auf dem Bildschirm, wenn dieses Symbol auf dem Bildschirm erscheint, um Upgrades herzustellen. Ja, mache ich jetzt. Oh, Herstellung. Was habe ich denn da? Ich habe Munition. Nein, schade. Beutetasche kann ich mir herstellen. Ja, aber ich baue jetzt Wildschweinhaut, weil ich kann nur 10 Pfeile mit mir herumschleppen. Und das ist, wow, geil. Ich hoffe, ich kann mal irgendwann mal den Adler abknallen, weil das wird richtig geil sein, falls ich den Adler abknalle. Und da ist der Truck, mit dem ich angekommen bin. Und ich muss mir jetzt die Wildschweine besorgen. Also, okay, ich besorge mir jetzt noch die Wildschweine. Und danach, wow, weg damit, will ich gar nicht. Und danach geht's mit der Mission auch weiter. Aber erstmal brauche ich ein bisschen Munition, Vorrat, also mehr Munitionvorrat. Sonst wird's später ein bisschen schwierig zu spielen. Und hier geht's immer, hier kommt immer was Tolles im Radio. War auch bei Far Cry 3. Als ich vorhin auf dem Scheißhaus gesessen habe, habe ich nachgedacht. Leute, ich habe beim Kacken nachgedacht. Ich habe nachgedacht, woran es wohl liegt, dass große Männer immer viel zu früh sterben. Ja, er saß auf dem Dach, auf dem Scheißhaus, hat geschissen und hat nachgedacht. Eindeutig. So, wo sind denn die Wildschweine? Ich muss mir mal die Map kurz anschauen. Ich gehe in die falsche Richtung. Ich muss nämlich dort lang. Ich denke nach unten, oder? Ein bisschen weiter links und dort sollten auch ganz gechillt. Hier sollten auch ganz gechillt, Mann. Hier sollten auch die Wildschweine sein. Ah, ich muss auf die andere Seite. Karma-Ereignis, Gefecht hilft den Rebellen im Kampf. Natürlich, wie komme ich nach oben? Mann, ich will nach oben, ich will meinen Kumpels helfen. Los, 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 scheiß auf die Kiste, die gerade auf der Map aufgetaucht ist. Zielen! Feuer! Feuer! Ja, den habe ich erledigt. Aber den ersten habe ich daneben getroffen. Da einen Teil bekommen. Schützenmarke. Karma-Ereignis abgeschlossen. Gib mir mal deine Sachen. Was hat denn der so dabei gehabt? Gar nichts. Super. Wo sind denn die Wildschweine? Wildschweine. Opiumpfeife. 1320 Kohle. KP. Hier ist noch eine Pflanze, aus den Pflanzen kann man sich dann später Spritzen craften. Ich habe sie nicht wirklich verwendet, die Spritzen. Du brauchst Pflanzen, um Spritzen herzustellen. Die leitungsstarke Boosts bieten. Im Fähigkeitenmenü kannst du Spritzen freischalten. Da! Feuer! Yo, zwei Pfeile! Überlebt dein Wildschwein. Dreh nicht! Also ich würde sagen, beide überleben mindestens zwei Pfeile. Oh, zack, was war das für ein kleines grünes Blatt? Ja, die haben hier keine Dinge. Sammle zwei grüne Blätter, um automatisch eine Heilspritze herzustellen. Halte Kontrol gedrückt, um dich zu heilen. Geil! Früher war das nicht, deswegen habe ich auch nie Spritzen verwendet, weil man musste sie immer herstellen. Und die ist richtig geil, dass sie automatisch hergestellt werden. Was sind das denn für Tiere? Das... Oh, oh. Das sieht nicht sehr toll aus. Das sieht nach einer ganzen Herde von Hyänen aus oder so. Zielen. Kann man hier nicht stabilisieren. Feuer! Nein, ich schieße lieber nicht. Ich habe nur noch 4 Pfeile. Ich hau lieber ab, bevor sie mich gleich zerfleischen. Und her und stell mir mal erstmal einen Muni-Beutel her. Jetzt kann ich bestimmt 20 Pfeile mit mir herumtragen und dann gehe ich mal auf die Map. Wo bin ich? Dort bin ich. Dort war was Schönes. Wegpunkt kann ich nur setzen. Ich kann nicht dort schnell reisen. Was war denn dort nochmal? Öffne diese Beutekiste, um Geld, Munition und Beutestücke zu finden, die du verkaufen kannst. Was ist denn da? Da ist noch was Blaues. Propagandaposter. Entferne oder zerstöre dieses Propagandaposter und befreie Kreis von Baggern, Minz, Lügen. Du hältst XP. Scheiß drauf. Kein Bock mehr, da hochzugehen. Vielleicht irgendwann mal später. Und dort ist auch ein Poster. Eine Money-Mühle. Nee, also Money-Mühlen. Also Money, das ist immer schön. Nee, ich gehe aber erstmal hier zur Stadt. Schnellreise.
La 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 la. Laden ist eh das geilste in Spielen. Ich muss mir erstmal jetzt Munition kaufen. Schade, das Radio ist aus. Ah, ihr halt zum Lesen, habe ich schon gelesen. Ich brauche Muni. Munition nachfüllen. 20%iger Rabatt. Falle 10 MP, 50 Granaten, 3, bla bla bla. Boah, 30.000. Also das eventuell das brauche ich alles nicht. Ach, egal, scheißegal. Habe ich mir das einfach gekauft. Dann muss ich es mir später nicht kaufen. Also, ich gehe dann mal weiter. Wo muss ich eigentlich hin, um die nächste Mission anzunehmen? Was sagte die Map? Die Map sagt, keine Mission gerade verfügbar. Ich muss, denke ich, bis zum Tag warten. Hier spielt, denke ich, Tag und Nacht eine wichtige Rolle. Oder ich muss dorthin, falls ich das wegmache. Nein, dann sieht man dort gar nichts. Ich denke, Tag und Nacht spielen hier eine wichtige Rolle. Ich warte mal, bis, weil sonst wofür gibt es ein Bett, wo man schlafen kann. Ich gehe mal schlafen. Oder nein. Ich erkunde mal kurz die Stadt. Die Stadt sieht ja mal richtig cool aus. Mal gucken, was es hier gibt. Wenn der Wind hereinweht, fühl dich wie zu Hause, mein Lieber. Ja, ich fühle mich wie zu Hause. Los, ihr halt zu kaufen, verkaufen. Nein, will ich gar nicht, okay. Dann angesichts des Krieges doch, hast Tolles. Du Glück, dass du noch sehr goldene Pfad. Ja, zum Glück, angesichts des Krieges bist du noch nicht tot. Das weiß ich auch. Hier bin ich hergekommen. Ja. Ich bin anscheinend von dort oben hergekommen. Also, ich gehe einmal schlafen. Zack. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht... dass ich hier nicht sterbe, weil darauf habe ich nicht wirklich viel Bock. Was ist denn da? Da sind lila Pflanzen, come on. Nein, das sind die blauen Pflanzen. Die halten, zack, abgeschnitten, zack, doch, violettes Blatt, obwohl das blau aussieht. Wahrscheinlich wegen dem Licht abends sieht es so blau aus, das Violett. Aber ich weiß gar nicht, ich kann mich so mit Farben nicht aus. Und dann gehe ich mal kurz schlafen und warte mal, bis es Tag ist. Muss ich hier? Ja, ich muss hier hin. Ihr halt zu öffnen, Bam, ich bin drinnen, ganz geil, keine Ladezeiten, das ist schon mal gut, AD, Tageszeit ändern, wie viel Uhr haben wir denn eigentlich, es ist Tag, so, abbrechen, jetzt mal schauen, wo wir gerade sind, nein, ich gehe nochmal schlafen, nochmal schlafen. Tageszeit ändern. Nee, es hat sich doch. Ach, ich habe nicht akzeptiert. Akzeptieren. Hallo? Ja. Ich hasse dieses Geräusch. Ich hasse das Geräusch. Dieses. Das hasse ich sowas von. Jeden Morgen. Und dann. Das fuckt einfach nur ab. Da weiß man, ja, man muss aufstehen. Und da ist immer Kacke. Lass mit tanzen. Come on. Auf jeden Fall, wo ist denn die nächste Mission? Ich weiß es gar nicht. Wo ist denn die nächste Mission? Der hat ja was gesagt. Wo gibt's die? Sammlung, Taktik, Fähigkeiten. Wo gibt's die nächste Mission? Was bedeutet Q? So, hier. Willkommen in Kyra. Deine Schlacht, dein Stil. Jäger, Kontaktinformationen. Dann tippe. Da sind die Hilfen. Die Hilfen. Die brauche ich aber gar nicht. Das ist die Taktik. Sammlung, König Minz Kyra. Die Beutetasche, verlorene Briefe. Mohorn Gales Tagebuch, Fortschritt. Vielleicht könnte man sich hier so anschauen, wo man jetzt hin muss, weil ich weiß es gar nicht. Mann, ich gehe einfach mal und erledige mal diese Mission dort. Reiß mal das Poster ab und dann gehe ich mal nach da oben, weil ich habe ja jetzt eh gerade nichts zu tun. Weil ich weiß gar nicht, wo ich hin muss gerade. So, da laufe ich mal. Wo war hier die Seilrutsche? Da ist die Seil. Vielleicht mit dem Gleiter gleich mal runter. Da kriege ich sofort den Bogen, sobald ich aus der Stadt herauskomme. Ich gleite, denke ich mal, mit dem Gleiter dort rüber. Gleiter? Hallo? Ja? Ja, Gleiter? Ja, da habe ich die Gleiter genommen. Na, Mut. Jetzt hoch. WASD Richtung und Neigung. Wie steigt man? Ich will steigen. Ihr halten zum Abspringen. Nein. Gibt es eigentlich sowas wie. Fallschirm oder so? Hoffe ich doch mal.
sonst bin ich gleich geliefert. Also, falls ich jetzt gleich sterbe, dann sagt es nicht mir, sondern... Nein, es gibt keinen Fallschirm. Okay, dann weiß ich schon mal. Es gibt keinen Fallschirm. Konnten sie ja auch nicht wahren. Dann fahre ich lieber mit der Seilrutsche herunter. Schade, mein zweiter Tod bereits. Geh zu Longinus, wenn du Zeit hast. Er ist ein Freund des goldenen Pfads und wird dir für deine Hilfe danken. Longinus, sagtest du? Ja, er ist Waffenhändler und Priester. Ist das zu glauben? Longinus zickt nicht ganz sauber, aber wenn du Waffen brauchst, ist er der Richtige. Ich aktualisiere deine Karte. Ah, da! Das L auf der... Boah, ist irgendwie alles rot. Boah. Das L auf der Map. Ach, da muss ich hin. Übernimm eine Mission für Longinus und erhalte große Mengen an Rupien. Lalalala. Kohle ist immer schön. Was ist das denn hier? Kairas Zuflucht. Wegpunkt. Was ist das denn hier? Haus des alten Isha. Ah, was ich gefunden habe. Muss ich mir später noch alles erkunden. Ich gehe aber jetzt erstmal zu Longinus. Oder Longinus. Keine Ahnung. Ich gleite lieber diesmal nicht, sondern gehe mit der Seilrutsche hier herunter. Also fahre herunter. Besorg mir ein Auto. Ich hoffe, dort steht gleich ein Auto. Ja, dort steht anscheinend immer ein Auto zur Verfügung. Sodass ich immer dann damit losfahren kann. Was ist denn hier so schönes? Oder hier? Nee, gar nichts. Los geht's. Scheiß auf die Poster da oben auf dem Turm. Die kriege ich eh nicht. Wie kann man hier das Radio umschalten? Das weiß ich gar nicht. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich weiß nicht, wie man das Radio umschaltet. Und jetzt gerade nachgucken, habe ich jetzt auch keinen Bock. Joa, Tier überfahren! Okay, ich will mal ein Tier überfahren. Weil. Joa! Okay. Joa, zum Glück ist mein Auto nicht kaputt gegangen, weil. Karma-Ereignis gefälscht, hilft den Rebellen im Kampf. Ja! Vorwärts! Go, go, go! Wo sind die Feinde? Bin immer allzeit bereit. Feuer nicht. Los geht's. Okay, alles ist ausgeschaltet. Ja, sehr schön. Alter, Porno? Habe ich gerade Porno gefunden. Ist ja geil. Hypothermische, keine Ahnung was. Halt, Leute! Steig aus! Fuck. Nee, man kann doch nicht Autos stieren. Egal, ich laufe jetzt zu Fuß. Da ist eine Kiste. Ab zur Kiste. Mal schnell die Kiste holen. Geil. Da ist ja eine Höhle. Aber ich muss jetzt erstmal nicht zur Höhle, sondern... doch, ich schaue sie mir mal kurz an. Nein, dort ist alles voller Wasser. Interessiert mich jetzt gerade nicht. Ich will jetzt die Hauptmission weitermachen. 300 Meter, beziehungsweise 280 Meter Entfernung. 250. Vielleicht finde ich auch gleich ein paar Tiere auf dem Weg. Und zum Glück gibt es hier nicht sowas wie eine Ausdauerleiste. Oder eventuell muss man hier auch gar nicht atmen. Das heißt, man überlebt unendlich unter Wasser. Und diese grünen Pflanzen sind ganz cool. Dann hält man sich mit der Spritze. Da muss man sich nicht verbinden. Also so ein Verband um sich herum machen. Das heilt nicht so viel. Mann, da sieht alles nicht ganz... Was ist das denn? Na. Alles sieht ja so neu aus, so interessant. Alles will ich hier erkunden, aber ich kann das einfach nicht jetzt hier alles sofort erkunden, weil die Aufnahme dauert halt nur eine Stunde jedes Mal. Und ja, jeden Tag aufnehmen geht auch nicht. Das wäre unfair gegenüber euch, weil ihr solltet ja auch das Gameplay mit beeinflussen. Und damit ich auch rechtzeitig immer reagieren kann auf eure Kommentare, nehme ich halt jeden dritten Tag auf. Oder ja, jeden dritten Tag. Boah, geil, schon geschießen. Da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Ja. Heavy Kiste hier. Versteckt. Mann, wie viel die auch schießen. Woher haben die Munition? Coole. Gib dir Kohle. Die Glühbirne. Halte mir gleich über den Kopf. Da, damit ich einfach die Idee bekomme. Ich hab nur 10 Pfeile. Hab ich mir denn den Sack nicht hergestellt? Herstellung. Ich habe mir doch den Munitionsbeutel. Ach, vielleicht das hier. Nein, mittlere Munitionstasche für Seitenwaffen, MP, Schrotflinte, Gewehre und LMGs. Sprengstofftasche und Minen mit dir. Schwermunitionstasche. Eine kleine Tasche für Brennstoff, Leuchtkugeln, Raketen und Granatenwerfermunition.
Ich muss mir Köche entwickeln. Eine Schweinehaut, Kacke! Ich gehe gleich wieder Schweine mir besorgen, weil ich muss mir den Köcher herstellen.